Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur 26. Folge auf der Ravenport. Und wie gestern angekündigt, werden wir uns heute ein wenig mit dem Landschaftsbau befassen. Denn wir wollen ja hier vorne einfach mal eben alles planieren. Ich habe auch, ja, wir haben ein bisschen mehr Geld, 9 Millionen, fast 10 Millionen. Ich habe unseren alten Geldstand gespeichert, Zeit auf einfach runtergeschraubt, damit wir hier nicht so viel Zeit verdödeln. Und dann würde ich hier direkt mal anfangen. Da vorne macht es einen Huckel. Ich würde sagen, wir nehmen ruhig mal diese Höhe hier an. Stopp. Ich brauche mein Hilfefenster dafür. Damit ich auch weiß, welche Tasten ich hier wo drücken muss. So. Planieren. Beide gedrückt halten. Machen wir mal so. Und ziehen mal bis dahin durch. Das ist ein fetter. Uiuiuiui. Ziemlich fetter Unterschied. So, und ihr seht, man kann hier komplett damit die Landschaft bearbeiten. So, hier vorne müssen wir noch ein bisschen. So, dann hüpfen wir erstmal nach hier hin, dass wir das hier eventuell erstmal schön machen. Naja, schön machen ist auch relativ, denn ich weiß nicht, wie wir diesen fetten Huckel hier rauskriegen wollen. Aber das muss irgendwie gehen. Da müssen wir dann anfangen zu begradigen. Jetzt müssen wir mal erstmal die Grundform ein bisschen festlegen. Dann hier schon mal gleich weitermachen. Kann alles platt gemacht werden. Wiese wächst ja eh nach. So, hier hebt es sich dabei sogar ein bisschen an. So, jetzt haben wir hier schon mal ziemlich krass eine gerade Fläche. Was ich bis hier hinten, hier würde ich es auch tatsächlich schon beinahe so lassen. Gehen hier noch ein bisschen hin. So. Das Stück kann noch weg. So, dann würden wir jetzt mal gucken müssen, wie wir das hier halbwegs wieder schön kriegen. Dazu benutzen wir das Mausrad angleichen. Und versuchen das hier mal ein bisschen schon mal runterzuziehen. Dann müssen wir hier eine ganze Menge runterziehen. Gucken wir mal, ob das überhaupt was wird, so wie ich mir das gerade vorstelle. Er zieht hier auf jeden Fall die Ecke auch mit hoch. Hier würde ich eigentlich gerne noch weiter runter. Noch weiter runter. Weil das ist immer noch viel zu steil. Nee, Moment. Dann machen wir es so. Plätten das noch ein bisschen weiter rein. Bis dahin. Und dann müssen wir jetzt hier gucken, dass wir es irgendwie hier angehoben kriegen. Bis zum dem Punkt, wo wir es hinhaben wollen. So, das wird hier auch mal alles ein bisschen angeglichen. Ich hoffe, dass das halbwegs so klappt, wie ich mir das vorstelle. Blöd ist halt natürlich, dass wir zur Feldgrenze gar nicht so viel Platz haben. So, guck mal, hier kann er das noch ein bisschen hochziehen.
Hier müssen wir wieder runter. Wir dürfen wir vermeiden, ins Feld zu kommen. Das ist ultra wichtig. Hier wieder hoch. Ziehen, 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 ziehen. Hier noch ein bisschen nachplätten. So. Ja. Geht er hier noch ein bisschen hoch? So, ihr seht, es ist ein bisschen fummelige Arbeit. Blätten wir den hier mal weg, den Mist. So. So. Schon sieht das schon mal nicht mehr so wild aus. Hier müssen wir gleich mit dem den Radius ein bisschen kleiner machen. Ich würde halt tatsächlich irgendwie versuchen, ne, nicht weiter runter, eher weiter hoch hier. Hier kann er noch runter. Runter, 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 runter. Jetzt müssen wir uns das mal eben angucken. Ich nehme auch direkt mal den Traktor damit hin, um mal auszuprobieren, ob sich das überhaupt fahren lässt. Aber es sieht jetzt noch verdammt steil aus. Hier sind die alten Spuren in der Luft. Das ist auch nicht so geil. Ja, das ist sehr steil. Gut, dann kuller du mal weiter. Wir gehen wieder in den Baumodus. Dann werde ich mal versuchen, mal ein bisschen ranzoomen. Nicht so weit. Anheben. Anheben ist hier. So. So. Und so, dann bauen wir jetzt hier mal eine Stufe ein. Ich hoffe, dass wir es damit jetzt ein bisschen besser geplättet kriegen. Ah ja. Na, gucke mal einer. Jetzt geht schon mal nicht mehr ganz so steil bergauf. Wir haben jetzt zwar noch Huckel drin. Ein bisschen huckelig kann es ja auch ruhig sein. Ich sag mal, ist kein Feldweg perfekt. Gefährlich ist halt nur, dass er hier so krass bergauf geht. Das müssen wir vielleicht gleich nochmal zur Wiese wieder machen. Dann ist er ein bisschen schmaler. Generell ist es jetzt aber schon eine ganze Ecke besser geworden. Jetzt fallen wir da bloß nicht runter. Ja, das ist auf jeden Fall besser geworden. Leichte Huckel drin, ja. Aber absolut fahrbar bis auf da unten das Stück. Da gehen wir direkt nochmal dran. Hier. So. Jawohl, dann ist der Huckel jetzt auch raus. Sollte eigentlich auch jede Maschine hochkommen. Wobei hoch eher unwichtig ist. Einfach hier geht es nur darum, wieder vom Feld runterzukommen. Und breit genug ist er auch noch allemal. Aber guck mal, das schafft er auch. Sollte auch mit großen Maschinen kein Problem sein. Dann nehmen wir den jetzt wieder runter. Er ist halt hart hier mit dem. Habe ich das hier eigentlich auch schon erwähnt, dass echten Füllstandsgewichte drin sind? Ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht erwähnt gehabt. Über die realistischen Füllgewichte mit drin. Daher tut er sich mit Bremsen und so weiter auch schon ein bisschen schwer. Da haben wir noch einen dicken Huckel drin, den würde ich gerne ausmerzen. Was für ein Motor starten? Muss ich echt aussteigen? Irgendwas stimmt hier gerade nicht.
So. Ja. Jetzt kann ich den nicht mehr bewegen, oder was? Das ist jetzt natürlich mega sch schlecht. Ja, so können wir jetzt nicht mehr arbeiten. Das hatte ich bislang auch noch nicht. Woran liegt das jetzt? Ich gehe mal so normal in den Shop erstmal. Gucken wir uns hier mal kurz um. Ja. Normalerweise müsste die Maustaste weg sein. Oder der Mauszeiger. Der hat hier nichts zu suchen. Irgendwas spinnt gerade. Dann müssen wir das Spiel tatsächlich nochmal einmal neu starten. Gut, wird mal eine Herausforderung für mich. Dann muss ich hier wohl mal cutten eben. So, meine Freunde. Da sind wir wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe es jetzt mehrfach neu starten müssen. Sobald ich in einem Fahrzeug jetzt drin gesessen habe, verliere ich die Kontrolle mit der Maus über das Teil hier. Ich weiß nicht wieso. Ist mir gerade ein Rätsel. Deswegen bin ich jetzt erstmal in kein Fahrzeug eingestiegen. So, dann werden wir hier nochmal ein bisschen ausgleichen. So, und dann machen wir mal die Murmel hier ganz klein. Ja, so, dass wir die harte Kante hier rausbekommen. Es wird so oder so hier ein ganz schöner Schnitt drin bleiben. Eventuell müssen wir mal gucken, vielleicht eine Mauer oder einen Zaun oben drauf setzen, dass man hier nicht so schnell runterpurzelt. Also. Hier ist ja relativ egal, hier gleichen wir es mal ein bisschen an. So. Okay, dann hätten wir auf jeden Fall jetzt dieses Problem gelöst. Dann gehen wir mal an den Weg hier ran. Da machen wir zum einen erstmal diesen und machen aus dem Kreis ein Viereck, ein etwas kleineres Viereck und verändern mit der Tab-Taste den Boden. Jetzt weiß ich nicht, welcher das war. Müssen wir ausprobieren. Das ist, glaube ich, Matsch. Also nun, jetzt schon wieder die Kontrolle verloren. Och nö. Ja, ich kann so nicht arbeiten. Nein! Nein, kann man das rückgängig machen? Okay, ich habe keine Ahnung, woran es gerade liegt. Das habe ich noch nie gehabt, dass ich diese Kontrolle hier verliere. Ist weg. Komisch. Ja. Verdammt ärgerlich. Das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Jetzt noch einen Cut reinsetzen ist natürlich auch blöd. Wisst ihr was? Wir machen auch keinen Cut. Wir machen das folgendermaßen. Das geht jetzt hier einmal ratzfatz. Einmal das Spiel abbrechen, ohne zu speichern. Müssen wir den Wall gleich noch einmal machen. So, ihr habt jetzt mal kurz den schwarzen Bildschirm. Karriere starten. Los geht's. Jetzt gucken wir mal, dass ich da gleich wieder die Kontrolle habe. Wenn das jetzt wieder nicht ist, dann tatsächlich würde ich das jetzt hier leider abbrechen. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet jetzt? Irgendwas, vielleicht wegen OBS, kann ich mir vorstellen, dass hier irgendwas mit dem Hotkey zusammenliegt.
Will ich jetzt mal nicht hoffen. Okay, jetzt geht's erstmal wieder. Dann machen wir jetzt noch mal die Kante schön. Und hier hinten auch. So. Und hier wollten wir jetzt ein bisschen der kleinen Murmel beigehen und das hier mal die Kante rausbrechen. Zumindest halt, damit man da nicht so eine Ecke oben drin hat. Wie gesagt, es bleibt ein Wall, aber man hat da nicht mehr diese Ecke drin. So, haben wir das nochmal gemacht. Ich traue mich gar nicht, jetzt hier was anderes zu drücken wieder. Wenn das jetzt nochmal abbricht, dann mache ich das gleich alleine weiter. Für den Fall, dass ich würde jetzt hier den Weg nur noch mal kurz ein bisschen schmaler machen, dass das hier wieder Wiese ist. Zumindest das, was hier jetzt so hoch geht. Ab hier kann es ja schon wieder Sand sein. Und ja, alles andere bleibt dann so oder so an uns hängen. Ich meine, wir haben jetzt knapp 100.000 bezahlt für die ganze Nummer. Es ist noch relativ mäßig günstig. Ich weiß jetzt nicht, was die Bodenveränderung kostet, also denn ich würde ja, wenn hier jetzt gleich der Schafweide sitzt, würde ich hier einen Asphaltweg noch reinmachen. Aber wir probieren es jetzt aus. Vielleicht. Meine Nase. Ich hoffe, ich werde schnell wieder gesund. So. Okay, passt. Jetzt darf ich wohl nur nicht Tab drücken, oder? Ich glaube, dass es der Boden hier ist. Nee, das ist Gras. Achso, ja, stimmt. Ist ja auch eigentlich blöd. Ich brauche ja auch Gras. Das wäre dieses hier. Eine Nummer größer. Das falsche Gras. Und ich glaube, das kommt jetzt tatsächlich gerade daher. Nee, oder ist es das hier das Richtige? Da ist es. Ich hätte jetzt nämlich fast gedacht, das kommt von meinen Texturen. So. So. Dann haben wir doch hier einen Feldweg, der eigentlich völlig ausreichend ist. Hier hinten können wir den wieder ein bisschen schmaler machen. Bisschen ausgefranst darf er ja gerne sein. Und jetzt könnten wir tatsächlich vielleicht nochmal versuchen. Das war eben schon das Richtige. Das hier. Wenn wir jetzt nochmal eben den Sand nehmen, ich werde das gerne nochmal wegmachen, schnell. Und dann so kleinere, ja, der ist das, so kleinere Grasstückchen hier reinsetzen. Geht das überhaupt noch kleiner? Ne, ist schon das Kleinste. Schade. Schade eigentlich. Na gut, wenigstens hat das jetzt noch geklappt. Wir haben es. Upala, Plan bekommen. Der Weg ist hier drin. Ja. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Gut. Dann gehen wir hier einmal raus. Jetzt setzen wir uns in den Traktor. Und jetzt wird es sowieso wahrscheinlich gleich wieder nicht mehr funktionieren. Gucken wir mal. Ja, und jetzt habe ich wieder. Ist nicht mehr da. Ist aber wie gesagt auch nicht so schlimm. Das hätten wir jetzt erledigt.
Wir fahren jetzt noch einmal hoch und gucken uns das Drama an. Oder lag das jetzt vielleicht, weil das Lenkrad eingedreht war? Irgendwie daran? Hat das was damit zu tun? Das kann auch sein. Ja gut, man hebt im Moment leicht ab. Wir haben aber auch kein Gewicht vorne dran. Das darf man jetzt nicht vergessen. Und beim Runterfahren macht man dann ja in der Regel auch in der Innenperspektive. Geht doch. Der Wall sieht auch gar nicht so schlimm aus. Man kann hier gegenfahren und umkippen. Sollte man also vermeiden. So, dann parken wir den mal hier. Jetzt würde ich es aus reiner Neugier aber nochmal probieren. Hey, es lag am Lenkrad. Meine Güte, auf da muss man doch erstmal drauf kommen. Woher soll man das wissen? Okay. Jetzt können wir Folgendes machen. Ich ziehe uns einfach gleich den Betrag für die Schafweide ab. Dann kaufen wir die jetzt schon. Dann ziehe ich das gleich von unserem Geld ab. Wir hatten 176.802 Euro. Minus die 65.000. Die werde ich gleich abziehen. Dann sind wir also noch bei 111.000 haben wir dann noch. Nein. Doch, 111.000 haben wir da noch über, wenn ich die Schafweide jetzt hier nehme und platziere. Die hätten wir gerne einmal so rumgedreht. Weil dann können wir das jetzt schon mal in einem Schritt hier gleich fertig machen. In der Hoffnung, dass es jetzt beim Bauen sich nicht wieder verzieht. Wir müssen natürlich wieder, weil wir eben gelernt haben, ein Stück hier noch rein. Vorher kontrollieren wir, ob wir wenigstens vom Winkel her hier gerade sind. Das passt. Na gut, wir verschwenden jetzt natürlich doch ganz schön Platz. So. Aber damit steht die Schafweide. Einmal aussteigen, gucken. Wir haben hier nicht zerstört, haben also unser Futterplatz hier ganz ordentlich. Hier ist die Tränke. Das passt auch. Das ist nicht schlimm. Das kriegen wir vielleicht sogar weg. Hier ist gar nichts. Und hier werden die Paletten ab. Ja, perfekt. Dann gehen wir hier nochmal aus dem Weg und ziehen da gleich mal eine Straße hinein. Dann sollten wir uns vielleicht mal drehen. Und zwar so. Ein bisschen näher können wir ran. Wir machen das. Die Straße sollte schon relativ breit werden, so dass man sich auch bewegen kann. Gucken wir. Das ist gerade mal so die Traktorbreite. So. So würde ich das jetzt machen. Bodentyp. Können wir den jetzt nehmen oder wir machen da wieder Straße wirklich draus? Das heißt, wir können auch Kies nehmen. Wir gucken mal eben. Kies sieht aber blöd aus. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Was ist das? Das geht erst recht nicht. Ich würde es tatsächlich so haben wollen. Und theoretisch würde ich es jetzt auch erstmal hier enden lassen, weil eventuell kann man jetzt hier noch was vorsetzen. Und man kann dann noch hier auf jeden Fall einen hinsetzen. Wobei man den dann vielleicht eher hier platzieren sollte, dass man hier eventuell noch einen Abzweig macht, dann könnte man hier eine Scheune hin platzieren und hier noch einen Stall.
Dabei würde ich es dann, glaube ich, erstmal bei. Mache ich das jetzt schon? Setze ich das hier ran? Andererseits, was soll hier hinpassen? Wenn der schon so breit ist, müssten ja bis mindestens dahin gehen. Nee. So, ich würde jetzt auf jeden Fall nochmal eben das Fältchen kleiner machen, so klein wie es geht. Und den Sand hier nochmal nehmen. War das der? Ja. Will ich die Ecke nämlich nochmal rausnehmen. So. Sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus. Mal gucken, wo war der mit dem Gras drin? Das ist dieser. Können wir hier noch ein bisschen was wieder hinsetzen? Und dann sieht das so aus, als wenn da nie was passiert gewesen ist. Von unserer Seite aus. Ja. Ich glaube, damit können wir zufrieden sein, ne? Dann mache ich jetzt noch mal einmal das Hilfefenster wieder aus. So. Jetzt könnte man noch. Wir können ja mal gucken. Eventuell finde ich auch noch so ein paar schöne Deko-Elemente, dass wir hier vielleicht noch einen Zaun vorsetzen. Hier so hin. Müssen wir mal gucken, was uns da noch so Schönes einfällt. Okay, aber da die Folge auch lang genug geworden ist jetzt, würde ich mich hier verabschieden. Hat auf jeden Fall mal, ja, Bock gemacht sowieso, weil wir haben jetzt unseren Schlafplatz. Ich darf jetzt gleich nicht vergessen, uns das Geld abzuziehen vom Speicherstand. Ich hoffe, ihr konntet auch eventuell was lernen, falls ihr das noch nicht gesehen habt und noch nicht damit gearbeitet habt. Habe ich euch eventuell vielleicht ein bisschen was gezeigt? Solltet ihr Fragen dazu haben, haut sie in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch zu helfen, euch zu antworten, so gut es geht. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. War mal eine ganz andere Folge heute. Lasst Kommentare da, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Wie immer, ein Däumchen wäre gewünscht. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.